Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck die Deutsche Telekom. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also die Firma kommt natürlich aus Deutschland und ist in der Telekommunikationsbranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 3,2%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Und in den letzten 5 Jahren ist der Gewinn pro Jahr im Durchschnitt 16% angestiegen und das ist schwächer als in den letzten 10 Jahren, denn hier haben wir einen Wert von 25% und das gibt von mir 1,5 Punkte von 2 möglichen Punkten. Dann zum Cashflow-Wachstum pro Jahr und der Cashflow ist in den letzten 5 Jahren im Durchschnitt pro Jahr um 16% nach oben gegangen und das ist stärker als in den letzten 10 Jahren, wo wir einen Wert von 6% haben und das gibt für mir 2 Punkte. Dann zum Umsatzwachstum pro Jahr und der Umsatz ist in den letzten 5 Jahren um 9% im Durchschnitt pro Jahr angestiegen und das ist stärker als in den letzten 10 Jahren, wo wir einen Wert von 7% haben und hier gibt es von mir 1,5 Punkte. Dann zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr und zwischen 2020 und 2024 erwarten die Analysten momentan einen Anstieg im Durchschnitt pro Jahr um 17% beim Gewinn und das ist stärker als in den letzten 5 Jahren und hier gibt es von mir 2 Punkte. Dann zum prognostizierten Cashflow-Wachstum pro Jahr und der Cashflow soll laut den aktuellen Schätzungen der Analysten zwischen 2020 und 2024 im Durchschnitt pro Jahr um 13% nach oben gehen und das ist schwächer als in den letzten 5 Jahren und hier gibt es 1 Punkt. Dann zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr und der Umsatz soll zwischen 2020 und 2024 laut den aktuellen Analystenprognosen um 2,9% im Durchschnitt pro Jahr ansteigen und das ist schwächer als in den letzten 5 Jahren und damit gibt es hier von mir 0 Punkte. Dann noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren und die Schuldenquote, die hat sich in den letzten 10 Jahren von 67% auf 74% verschlechtert und damit gibt es hier keinen Punkt. Und damit kommen wir zum Gesamtergebnis und hier holt die Deutsche Telekom in meinem Wachstumscheck insgesamt 8 Punkte von 13 maximal möglichen Punkten und in meiner Wachstumscheckampel landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe, also durchaus meiner Meinung nach ein überraschend starkes Ergebnis hier von der Deutschen Telekom in meinem Wachstumscheck. Und jetzt analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist und das Ganze mache ich im Aktienfinder. Und hier seht ihr mal zum einen den Kursverlauf der Aktie und zwar circa von 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme, also circa Mitte, Ende August 2021 und dann haben wir noch die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und hier können wir jetzt erkennen, dass aktuell der Kurs unterhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. So, dann zum Ende jetzt noch der Hinweis, mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.